Hi und herzlich willkommen hier auf Perusini.com, die Wine Show. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Momentan ist einiges bei mir in Bewegung. Auf jeden Fall wird diese Seite umgestellt werden. Weil viele haben es wahrscheinlich schon gemerkt, die Seite ist halt auf Flash basiert. Heißt, läuft nicht auf dem iPhone oder auf dem iPad. Hab viele Mails von euch bekommen. Arbeite daran, es wird hoffentlich zeitnah geschehen. Und natürlich so ein bisschen so die Seite ein bisschen so versuche ich zu refreshen. Das dazu, also es ist einiges in Bewegung, auch halt dieses ganze Hin und Her, Deutsch, German, Englisch, Italien, also es ist alles so ein bisschen so hin und her. Ist halt einfach so, weil halt von der ganzen Welt halt irgendwie Leute halt zuklicken. Ich sage euch nur eins, also die Sache halt mit den Subtitles, echt eine richtig heftige Geschichte, die einen sehr aufhält, sehr viel Arbeit. Aber anyway, versuch's zu optimieren und ihr könnt mir auch gerne irgendwie eure Meinung schreiben. Ja, gebt mir einen Kommentar hier unten oder auf Facebook oder von mir aus auch auf der Toilette irgendwo an die Wand geschrieben. Auf jeden Fall, heute gibt es zwei Weine und Weingut Venica Venica, nee, nicht weniger weniger, sondern Venica Venica, ist ein Weingut, sind drei Brüder aus dem Friaul, die an der slowenischen Grenze ja seit vielen Jahren schon jetzt Weine betreiben. Ist ein Weingut, was mir damals empfohlen worden von einem sehr guten italienischen Gastronom, Ciao Mero. Und also wirklich sensationeller Wein. Und heute gibt es hier halt in zwei Variationen nochmal. Ich versuche auch zeitnah mal runterzufliegen, denn es ist natürlich eine wunderschöne Gegend und Weine, die ich bisher probiert habe, sensationell. Also heute zwei Weine, mal gucken wir, wie sie sind. Ja, und ich weiß gar nicht, wie viel ihr jetzt über das Friaul wisst. Wenn ich ehrlich bin, war natürlich auch so ein paar Standardsachen. Es ist natürlich im Norden von Italien, es ist vom Norden her abgeschottet, so von den kalten Winden durch die Alpen, durchs Gebirge, halb von unten kommt eher wärmere Luft. Es gibt auch sehr starke Tag- und Nachttemperaturen natürlich auch, was natürlich für hervorragend ist für aromatische Rebsorten. Ein Grund mehr für mich runterzufahren, für euch natürlich auch. Am liebsten würde ich mit dem Tourbus runterfahren, aber es geht leider noch nicht. Deswegen verkosten wir heute einfach mal die beiden Weine. Der erste Wein hier in die Kamera ist 2010er Collio, also das heißt praktisch die Anbauregion, Ronco del Cero. Und Ronco del Cero ist praktisch so die erste Lage, mit denen der Großvater dieser drei Brüder damals angefangen hatte, halb Wein zu machen und beziehungsweise Sauvignon Blanc anzubauen. Und bin jetzt selber mal gespannt. Diesen Wein hatte ich noch nicht, also den kenne ich jetzt noch nicht. Sauvignon Blanc für die es noch nicht wissen, also Sauvignon Blanc, sehr aromatisch, immer so eine wirklich sehr expressive Nase, sehr, sehr, sehr viel, immer so Stachelbeeren, Holunderblüten, Katzenpipi manchmal auch. Ja, habe ich auch schon oft gehört, selten gerochen, aber Fakt ist auf jeden Fall sehr aromatisch. Und so, man sieht jetzt hier in der Farbe, das ist jetzt hier so ein wirklich, ja, schon so, eine, so ein, geht schon wirklich so in die reife Richtung, also eine intensive Farbe einfach, ja. Sieht sehr, sehr schön aus, also sehr ansprechend, finde ich. So, und jetzt, ich finde der Wein, wow, also riecht schon sehr, sehr, kommt sehr stark aus dem Glas heraus. So. Ist, wie ich gesagt habe, ist sehr aromatisch, ist jetzt nicht so der knackige Stachelbeeren-Typ, sondern hat eher noch so reifere Aromen wie, ja, so ein bisschen wie nennt man den auch? So Mirabellen teilweise auch, ein bisschen so reifer, ein bisschen so gekochte auch. Natürlich auch Stachelbeere und Holunderblüten. Und sehr, sehr auch so florale Noten. Also ein Wein, der sehr aromatisch ist, der auch eine gewisse Komplexität hat. Ja, der Wein hatte eine gewisse Leichtigkeit, trotzdem sehr kompakt, sehr
relativ dicht auch. Hat eine ganz wirklich so eine breit ausgelegte Säure, die wirklich schön vibriert, also ist wirklich erfrischend. Man hat wieder wie die Aromen auch in der Nase eher diese reiferen Aromen, also ja, wie so eine reifere Pfirsich auch, auch Stachelbeere. Also man hat die sehr schön irgendwie verteilt im Gaumen. Ist auch sehr so ein bisschen weicher auch am Gaumen, also doch, schöner Wein. Wie gesagt, ist jetzt nicht so der ganz klare, clean, leichte, knackig, spritzige, sondern eher reifer, eher voller und, sage ich jetzt einfach mal, entwickelter. So, der nächste Wein ist hier, 2010er auch, Ronco delle Mele. Und Ronco delle Mele, ist halt der Apfelberg sozusagen übersetzt, ist eine Parzelle, die schon sehr lange im Besitz der Familie ist, wie der Name schon assoziieren lässt, also ist mit Apfelbäumen besät, damals in Schutz gegen Erosion, und ist praktisch so einer deren Top-Weine, Flagship-Weine. Das Weingut selber ist auch eher auf Weißweine spezialisiert, also da gibt es wirklich eine Hülle und Fülle, ich bin echt gespannt. Ist jetzt mein zweites Mal Ronco delle Mele. Letztes Mal war 2007, war spektakulär, war wirklich richtig vibrant, also war wirklich voll und es war ein sehr Wein, der mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. So, deswegen jetzt der 2010er. Von der Farbe her auch so eine reifere Farbe, sehr intensiv. Kommt auch schon sehr viel heraus aus dem Glas. Wie gesagt, Sauvignon Blanc, it's aromatic, also sehr aromatisch. So. Ja, toll. Dieser Wein hat einfach auch noch ein bisschen mehr Finesse, hat mehr so Zitrusaromen und Limette, was ich natürlich bei so Sauvignon Blanc sehr mag, weil die eben einfach auch dann so eine gewisse Frische verleihen. Hat auch teilweise auch so ein bisschen so kombiniert mit so ein bisschen reiferen Aromen, wie Mirabelle teilweise auch, finde ich, so ein bisschen weiße Pfirsich. Natürlich auch standardmäßig, was Sauvignon Blanc super oft hat, Holunderblüten und Stachelbeere. Hier kommen mehr so diese Zitrusaromen durch. Das finde ich persönlich, wie gesagt, sehr ansprechend. Und natürlich auch wieder so ein bisschen so würzig, ein bisschen kräutige Aromen, blumig. Wow. Also wirklich macht Spaß. So, und jetzt probieren wir mal. Oder vielmehr ich. Ja, ist ein sehr runder Wein, ist ein sehr weicher Wein, der von der Säure her, also meiner Meinung nach, ein bisschen mehr Säure vertragen könnte. Ist aber alles im Groben und Ganzen doch ein sehr runder Wein, der eine tolle Intensität hat, also sehr lange auch am Gaumen bleibt. Für sich im Ganzen auf jeden Fall, man merkt schon, hier sind wir schon eine Stufe höher als Ronco del Cero, also der erste Wein. Ein Wein, der doch mehr Finesse, mehr Eleganz hat, ein bisschen so fokussierter ist, mir persönlich auch mehr gefällt. Also für mich war es jetzt so der erste Eindruck seit langer Zeit, weniger. Ich denke auf jeden Fall einen Besuch wert. Was meint ihr? Also diejenigen, die das Weingut kennen, gebt mir ruhig einen Kommentar, postet mir auf meiner Pinnwand, ja, pinnt mich praktisch zu und in dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Clip.